Junge. Was ist denn hier los, Mann? Alter, das scheint ja hier die ganze Boden bedeckt zu sein. Das ist die krassesten Tage meines Lebens. Oh Gott. Oh. Okay, erst ran, Leute. Der Köllerfisch. Jesus. Oh ja. Okay, Leute, David hat ihn drauf. Jawoll, David! Mittendrin. Oh! Now it's gone! Oh! Alter, what the fuck? Alter! Was ist das für ein Fisch? Und der Papa kann es auch noch. Nicht ganz so groß wie der Onkel, aber... Ach so, Teil 2, Leute. Herzlich willkommen zum Teil 2. Los. Tja, Leute. Upsa. Oh nein. Nicht so schlimm. Habt ihr den gesehen, wie groß der war? Mindestens 20 Kilo. Ja. Okidoki. Es geht wieder weiter, es geht wieder los. Eskalation am Nil. Abfahrt. Was ist denn hier los? Und die chillen alle zusammen, wa? Wie geil die aussehen, als ob die so Strümpfe anhätten, ne? Und die Schweine da hinten noch. Alter, was ist denn das für ein geiler Ort? Schläft der? Ich hoffe ja, weil wir sind nicht gleich an Land. Abgefahren. Abgefahrene Scheiße. Er kommt auf uns zu. Jetzt taucht er ab und gleich stürzt er uns um. Das sind die krassesten Tage meines Lebens, also meines Anglerlebens. Eigentlich meines Lebens. Es kann doch fast nicht mehr besser werden. Wir haben nicht dieses krasse, ultra krasse Urzeitmonster erwischt, aber wir haben ultra krasse, normale Urzeitmonster erwischt. Wenn es einer fängt, dann du. Du hast natürlich recht, dass meine Künste herausragen. Gut, Leute, also, es war geil. Wir haben viele wieder gefangen, viele ganz kleine. Ganz kleine. Und ein paar richtig schöne. Okay, und morgen geht's weiter, da bricht der letzte Tag an. Und dann werden wir hoffentlich unser ersehntes Urzeitmonster fangen. Im Jurassic River. Wir haben ihn jetzt Jurassic River getauft. Weil es gibt keinen krassen Fluss zusammen mit Kwanza als den hier. Ja. Wir gehen jetzt zur Haie machen. Morgen geht es ja wieder im Dunkeln los, 5.30 Uhr und so weiter. Täglich grüßt das Murmeltier. Und in diesem Sinne, David Ritsch. Wir sehen uns morgen früh wieder. Ich kann nicht. Es ist mitten in der Nacht, wir müssen so früh raus, weil in Afrika wird es ein bisschen wärmer. Obwohl es hier in Uganda, muss ich wirklich sagen, echt angenehme Temperaturen sind. Wir sind ja aus Tansania gekommen, da war es so 30 Grad jeden Tag, morgens und abends, egal wann. Und hier ist es irgendwie cool. Hier ist 20 Grad jetzt gerade und tagsüber, okay, geht es mal hoch bis 25, 26 Grad. Aber auch die Fische hier sind dann quasi mittags rum ein bisschen fauler. Deswegen müssen wir immer so früh aufstehen und dann werden wir abends nochmal rausfahren. Weil ihr habt es ja vielleicht im letzten Video gesehen, wie krass das war mit dir. Das war ja wirklich... abgefahren, also wirklich dieser Ort und diese Frische und dieses, wie man darauf angelt. Man angelt ja wie mit, also wie zu Hause mit kleinen Gummifischen. Ihr habt ja auch gesehen im letzten Video, dass wir da einen riesengroßen Fisch dran hatten. Also David auf Köllerfisch, der Richtung 100 Kilo ging. Also 100 Kilo, stell dich mal bevor, wie viel 100 Kilo sind für einen Barsch. Das ist heute das Ziel, aber wir freuen uns natürlich auch über jeden anderen Fisch, den wir dann nochmal fangen. Also wir versuchen uns ein bisschen zu steigern. Das Ding ist, man wird ja, je öfter man da jetzt ist und sich da mit der Sache auseinandersetzt, kriegt man ja immer mit jedem einzelnen Wurf mehr Erfahrung. Es wird immer besser, man kriegt eine bessere Absinkphase, man kann besser auswerfen, man weiß, wo man hin, wo kriegt man die meisten Bisse. Heute sind wir ein ganzes Stück besser als gestern, also auch erfahrener und wissender und hoffen natürlich, dass wir jetzt nicht nur ein Urzeitmonster fangen, wie letztes Mal, sondern ein Ur-Urzeitmonster. So, mal kurz auf die Uhr gucken. Ja, die Uhrzeit sagt, wir müssen jetzt frühstücken. Guten Morgen. Guten Morgen. Wie geht's euch? How are you? Ich kann gerade gar nicht schlafen, ich bin so aufgeregt, Alter. Ja, Mann. Ich war schon um 4 wach. Okay,
hier, Leute, was wir gestern vergessen haben, Angelkarten. Habt ihr ja gesehen, wir haben schwarz geangelt einen Tag. Das heißt, wir müssen jetzt kaufen, weil die gibt es hier leider nicht auf Facebook. Wir haben schon geguckt. Oh, guten Morgen, ich bin's wieder, euer Viktor Iras. Genau. Weil ich gehe angeln. Und da hinten ist der Boss. So sehen übrigens die Werte aus, die Ranger. Genau. Die passen nämlich ein bisschen auf, damit hier kein Schindluder betrieben wird. Richtig, und alle haben, sind schwerst bewaffnet. Das ist richtig krass. So lieben wir es ja. Lieben und wir übrigens, ja. Wollte ich noch mal kurz eins anmerken. Das war nicht unser, also wir haben es vergessen einfach. Wir haben gestern einfach mal schwarz geangelt. Haben schwarz geangelt, richtig. Wir haben nämlich die Angelkarte vergessen zu kaufen. Aber anders als in Bayern, wo man direkt vom Ministerium aus München angeschrieben wird und dann sozusagen verhaftet wird und dann 10 Jahre in den Knast wandert mit Peitschenhiebe 10 jeden Tag, ist es hier für einfach hinbezahlt und dann ist gut. Richtig, machen wir mal die Angelkarten kaufen. Ist hier jemand da? Hallo? Okay, Leute, ab jetzt legal angeln. Wir haben jetzt die Angelkarten dabei. Allerdings haben wir jetzt eine halbe Stunde auch verloren. Und ich glaube, das ist eine entscheidende halbe Stunde. Richtig oldschool gewesen, ey. Ja. Kaufen. Hätten wir diese Angelkarten jetzt bei Hellfisch kaufen können für die Merchants Falls, ja, dann hätten wir diese halbe Stunde mehr Angelzeit gehabt. Und gerade früh am Morgen ist das alles entscheidend manchmal. Insofern, also wir haben den Leuten schon mal gesagt, sie sollen auf jeden Fall ihre Angelkarten bei Hellfisch hier anbieten für den Nil. Und genauso solltet ihr es mit euren Gewässernbetreibern machen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, die Angelkarte dazu kaufen, solltet ihr das tun. Bitte. Weil, denkt dran, online ist die Zukunft und es spart euch Zeit. Und Nerven. Und Nerven. Und Geld und Benzin und Geld alles. Und Benzin und die Umwelt dankt es euch auch. Hey Fisch! Hey, das ist ein Fisch! Hey, Fisch! Von diesem Krokodil, das hier eben ankam. Ja. Was ist das? Ein Fisch. So, wir werden jetzt Köderfischmontage fertig machen. Wir haben so ganz hübsche Köderfische. Schade, fast ein bisschen schade, die ranzumachen. Die sehen so eine Mischung aus Plötze und Meeresche. Ungefähr. Und wir werden heute nur eine rausbringen. Die werden wir dafür perfekt positionieren, damit die nicht irgendwie rumtreibt mit der anderen Route und so weiter. Und die werden wir genau dort auslegen, wo gestern dieser Maschinenfisch gebissen hat. Wir haben ihn nochmal gefragt, er hat es nochmal bestätigt. Es war über 80, er meinte way above 80. Über 80 Kilo, ich habe schon gemerkt, es war der größte Fisch, den wir uns im Leben drauf hatten. Hat nichts gemacht. Bisschen wellig heute, wa? Ja, ja. Er freut sich so. So, wir lassen den Köderfisch runter und werden jetzt hier wieder in diesen Busch reinfahren, um uns hier festzumachen. Der Circle Hook ist fast ein bisschen klein für so ein 80 Kilo Vieh. Am Ende hat er ja nur 70. Genau. Ich hab so eine Angst, wenn das Ding los scheppert. Und rein im Busch. Wenn ihr euch übrigens fragt, woher er diese schöne Mütze hat, die hat Dave ihm sozusagen geschenkt und er hat sie gleich aufgesetzt. Keller Glücksbringer, ich dachte, die Farbe würde ich passen zur Mütze ihm. Er ist mal so positiv drauf. Und kommst du klar, David? Ja, ich nehme mal so einen afrikanischen Knoten jetzt hier. Ja, sind ja auch in Afrika. In Felder. Well done, David. Radegi. Oh nee. Erster Wurf, David, und direkt. Ey, das war der härteste Biss. Das war der härteste Biss in meinem Leben. Der ist so raufgetrümmert. Alter, boom! Erster Wurf. Erster Wurf. Hier unten, gar nicht weit weg. Hier ungefähr, wo ich jetzt gerade bin, Alter. Ich hab so eine Angst, Alter. Ich hab so eine Angst. David hat Angst, Leute. Da! Da. Oh. Das war jetzt ein leichter Zupper. Das war jetzt ein kleiner. Du machst mir, also ich krieg einen Herzinfarkt, okay. Alter. Abgefahren. Geht genauso los wie gestern. Ja, boah, boah.
Oh Gott. Oh Jesus. Oh. Oh Gott, oh Gott, okay, er zieht doll. Also das war ein Biss und der ist direkt abgezogen. Oh Gott, Alter, und die Route, die Bremse ist richtig zu, Leute. Okay, Victor ist drauf. Erster Wurf, wa? Erster Wurf. Hey, let's go, let's follow it. Yeah. Let's bring in the... I have to... Alter. Was kann ich machen? Ja, halt einfach nur fest. Voll raus. Halt einfach nur fest, Alter. Tut mir voll leid, ey. Alles geht, Baby. Okay, jetzt steht da. Halt ihn kurz, ja? Ja. Steht ja, der hat einen Attack-Line. Oh, Jesus. Alter, ich muss jetzt hier kurbeln und filmen. Oh Gott, hab ich Angst. Ja. Alter, zweiter Wurf, Leute. Alter, ey. Mitten drinne. Oh! And leave the main water. I don't want it. You just bring it there. Okay. Yeah, I don't want it to go. In the running water. Okay. Okay, okay, okay. Okay. All right. Alles klar, Alter. Wir kriegen das. Wahrscheinlich. Ich denke, wir kriegen das, Alter. Ich habe ein gutes Gefühl, Digga. Ja, jetzt kommt er. Der ist ja gerannt, Alter. Alter, Alter. Junge. Was ist denn hier los, Mann? Alter, das scheint ja hier die ganze Boden bedeckt zu sein. Alter, nicht. Aber ich glaube, es liegt eher daran, dass wir so krasse, gute Angler sind. Alter, wir dürfen das Video nicht. Alter. Yeah, it goes out now. Yeah, now it goes out. Jetzt kommt er hoch, Alter. I try my very best. You wanted to be out there or inside? Okay. Ey, Leute, wir dürfen... Oh, okay, you fight it. Wir dürfen dieses Video nicht veröffentlichen. I think at the moment the fish is fighting me, not I'm the fish. Alter, ey. Junge, also, das ist ja da. Yes, yes, yes. Er sagte auch, nicht feiern, bevor wir ihn nicht im Boot haben. Ja. Schlauer Mann. Mann. Geh rum. Geh rum. Runter, 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 runter. Alter, runter, runter. Ja, ist er. Alter, Monster, noch größer. Noch größer. Das ist ein Riesending. Noch größer. Das ist ein 50er, Alter. Ist der die Hook? Ja. Okay. Warte, 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 warte. Runter, runter, runter. Not ready. So. Oh, wie kalt! Alter, 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 Alter. Hast du ihn, hast du ihn, hast du ihn? Hat er ihn? You have it! You got it! Jesus Christ, Alter, was ist das für eine Maschine? Alter, should we clear the deck? Alter, ich kann. Junge! Should I help you? Yeah. You need help? Alter, what the fuck? Alter! 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 Leute, was ist das für ein Fisch? I'm going to measure it. Okay. This one, now not. Oh! Kurz, ich muss aufpassen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, what was the length? 152. 152 über. 102. 254. So, for us, we do it like 48 kilos. 48 kilos? Yeah. Okay, that's good. That's 50 now. We make it 50. 50? Because it's 48.5. Let us make it 50. Okay, let us make it 50. Let's make it 50. Leute, 100 Pfund. 50! So what? Victor, du bist ein richtiger Abrissmodus, Alter. Alter, Junge. Also, so, Alter! Alter! What the fuck? It just then. Ja. Alter. This one. Alter. Okay, Digga, alles klar, das ist der Fisch. So sieht er aus. So sieht ein 50 Kilo Barsch aus. Ich würde sagen, Barschangeln durchgespielt. Perchziller-Style. Einmal kurz. Alter, Victor, Alter, du wirst ausrüsten, Mann. Ich habe so eine krassen Fotos gemacht. Alter, das ist so krass, Alter. Das Ding, ich weiß gar nicht, wie man. Also. Abgefahren, das sind Barsch, Leute, ne? Alter. Nur mal so, just saying. Alter. Okay. Alles klar, zurück damit. Zurück damit, oder? Let's release it, hä?
Ja. Okay. Los, Alter. Abgefahren. Alter. So, was hast du jetzt als nächstes vor? Willst du jetzt irgendwie einen Weltrekord noch auf dem Gummifisch fangen, oder? Nee, eigentlich war ja der Plan, das Video heißt, soll ja heißen eigentlich Weltrekord auf Köderfisch. Aber ich glaube, wir sind einfach zu gute Spinnenangler. Du! Ich fange nur die Kleinen. Nee, du hattest ja auch gerade schon mal den. Alter! Ich weiß gar nicht, was ich jetzt so machen soll. Schaut gleich schon. Okay, erstmal kurz Pause. Leute, das ist so krass, ey. Man kann es immer gar nicht so in Worte bringen, fassen, was so eben gerade passiert ist. Wir sind eine Stunde hierher gefahren. Zu dem einem Spot, wo wir gestern schon so viel Kontakt und Bisse hatten. Erster Wurf David, zack, Biss drauf. Zweiter Wurf David, zack, Biss drauf. Leider nicht bekommen beide. Ich erster Wurf, nichts drauf. Zweiter Wurf, ein bisschen in die Mitte geschmissen. Zack, 50 Kilo. 1,52 Meter. Also, es ist einfach komplett durchgeknallt. Das ist wie ein Traum. Das ist einfach keine Realität mehr hier, oder? Aber Victor, es reicht jetzt. Aus, Sitz, Platz. Angelverbot. Es ist abgefahren, Leute. Alter. Ja, ja, ja! Nein! Nein. Er ist weg! Mach an! Er ist weg! Er ist weg, er kann mit dem Wasser. Ich hab das nicht ge. Ich meinte, der ist da schnell unten. Hast du das mitbekommen? Mir so ein Ding darauf geschoben. Weil gerade hochkurbeln, neu ansetzen. Im Hochkurbeln. Alter, wieder. Wie groß war er? Schwer zu sagen, aber gut, Hanna, bis hier unten, hier unten. Ach, du also hast gespürt? Ja, ich hab nicht gesehen. Abgefahren. Hier ist noch einer da. Ach, Alter. Das hätte ich ja nicht geglaubt, dass hier noch einer rumschwimmt. Ich habe 5 Würfe ohne Biss gemacht, Mann. 5 Würfe? Ja. Das ist ja voll 80er. Fuck it, Glück. Fuck. Bitte Gott. Voll das Rohr rausgescheuert. Ich kann nicht mehr. Ich kann langsam nicht mehr. Ey, wieder so ein Ochse, Mann. Da draußen. Da, wo du dann eben gefangen hast. Manchmal klebt einfach so die Scheiße an der Hand, wo man einfach denkt, das kann doch nicht wahr sein. So, ne? Dann kriegt man ein bisschen, dann verkackt man die, dann steigen die aus und das und das und das. Jeder von euch kennt es. Und am nächsten Tag fangt ihr alles. Und der andere fängt nicht. So ist es. Ich kann Nummer 4 jetzt heute. Ich kann nicht mehr. Wenn man die Hakenspitze guckt, guckt man an gegen den Himmel, Alter. Die zeigt irgendwo Richtung Nordpol, Mann. Ihr kann immer nur Maxis Kalender wiederholen. Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat verloren. Ich weiß. Never give up. Wenn euch so eine Sprüche noch einfallen, Leute, schreibt es mal jetzt in die Kommentare. Motiviert mal bitte David, jetzt weiterzumachen, nicht aufzugeben. Bitte, Leute. Und sich nicht, genau, er soll auf keinen Fall in diesen Strom vor Frust springen und sich von einem Krokodil auffressen lassen. Immer absinken. Und ich dachte, der war schon unten. Dabei war der im Maul drin, ganz zärtlich, plump. Und dann wieder richtig eine Wand. Mhm. Da ist das bitter. Was ist es? Ja. Fisch on? Ja. Nein. Ja. Soll ich gleich loslassen? Ja. Okay, ich mach uns nicht ran. Soll ich uns ran machen? Redet mit mir bitte. Okay, er ist dran, Leute. Er ist dran, Leute. Der Köderfisch. Ich hab uns jetzt nicht angemacht. Goes in. Let's start the boat, maybe? Goes in, fit the trees. Na gut, dann muss auch mal so ein Fisch. Alter. Komm, du kriegst ihn. Let's take it out. Bring me out. Yes, come on. Hier unten, Alter. Ein guter? Ich glaube ja. Leute. Oh ja. Oh ja. Now it's gone! Oh! Jesus Christ. Eigentlich passt das eigentlich. Für mich passt das ja zum heutigen Tag, zum gestern. Ich werde den Typen niemals vergessen. Das ist die Top 3 der Menschen, die ich dann bei ihm kennengelernt habe. We shall get it. Okay, we shall. Watch my new. Okay, jetzt muss ein weiterer Köderfisch dran glauben. Oh Mann, ey. Das ist ja nun richtig ärgerlich, Leute. Aber jetzt bringen wir ihn nochmal neu raus. Das war quasi der erste Köderfischbiss. Der ist ja richtig gerannt gleich, ne? Ja. Und ihr habt gesehen, die Flanke. Der war auch wieder eine richtige Maschine. Ich will mich jetzt nicht festlegen, auf wie viel Kilo genau, aber es war. Ja, für dich war er klein. Lass mich raten. Also alles, was über 60 ist. Zentimeter. Okay, wir legen nochmal gleich die Stelle aus. Ist es? Ja. Okay, jetzt endlich. Alter, das ging ja schnell. Nächster. Komm, David. Jetzt kriegen wir ihn. Jetzt ist wieder so einer, der
erstmal mitkommt, weil er nicht weiß, was ihm geschieht. Ja. Ich glaube ja. Und dann nochmal richtig Gas gibt. Ja, Mann. So. Scheiße, soll mal rausgehen lieber. Let us see. I want him to go out. Und, oh, ein Catfish. Sudan-Catfish. Ja. Nice, man. Aber ein gutes Alter. Aber... Schöner Catfish, Alter. Ja, man, nice, geil man. Mein erster Sudan-Catfish. Good to eat. Nice one. Okay. Reggae. Die Freude ist natürlich, sag mal, man sieht es David an. Immerhin nicht elektrisch. Genau, immerhin nicht elektrisch. Alter Scheiße. Oh, Leute, Olita aus, Sambia. Was? Sambien? Sudan. Sudan. Sudan-Catfish. Ein Sudaner. Schönes Ding, Alter. Nice. Okay, Leute. Wir müssen uns wieder durch den Strom kämpfen. Wir werden quasi zu dem Spot gehen, wo wir unsere ersten Nilbarsche jemals gefangen haben. Und dort werden wir jetzt auch mal einen Köderfisch nochmal richtig präsentieren. Parallel natürlich schmeißen, das ist klar. Bei dem Spot, der gestern so produktiv war, war geil natürlich. Aber die Bissfrequenz war nicht so krass wie gestern Abend. Deswegen fahren wir jetzt zu dem anderen Spot. Fisch? Ja. Jawohl. Schöner Huscher. Aber ein schöner. Ich nehme ihn. Ja. Komm. Hol ihn. Oh. Nice. Oh. Oh nein. Nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Came off. Okay, also neuer Spot, neues Glück. Unsere Köderfischroute liegt jetzt dort. Da hinten ungefähr. Schön in der Strömungskante dran. Und wir angeln quasi in die Richtung raus. Und David hat schon den ersten dran gehabt. Erster Wurf. Auch leider wieder verloren. Diese Fische in der Größe, bis 1 Meter ungefähr, die sind halt auch wirklich gut, um sich die Zeit zu vertreiben, während man auf das Monster wartet. Weißt du, braucht man nicht irgendwie ablegen, um den zu drillen, braucht den nicht irgendwie übers Boot im Kran zu hieven, braucht nicht irgendwie 2 Stunden, um den wieder zurück zu hieven. Also eigentlich perfekte. So reden halt die Leute, die das schon seit vielen Jahren erfolgreich praktizieren. Aha. Aber, na klar. Ja, das ist geil, dass es auf einen No-Action-Chat gebissen hat. Okay, Leute, guck mal. Das ist schon, sind schon geile Fische, ne? Das sind Zander, die einfach springen. So, Alter. Ja. Ah, it's gone. Aber es funktioniert, Leute. Auch ohne Schwanz, wir haben nicht keine Paddle-Tails mehr jetzt. Ja. Oh. Aber funktioniert. Das ist ruhig, dass man. Weil unsere Paddle-Tails sind alle, Leute. Wir müssen uns jetzt mit No-Action-Chat vorlieb nehmen. Aber. Wir kennen es ja von Seabass und auch von normalen Bass, dass die auch Würmer fressen. Allerdings gibt es das auch in ihren natürlichen Nahrungsvorkommen. Also im Meer gibt es halt Aale und kleine Sandaale. Und im See fressen die halt auch Würmer. Aber die hier, weiß nicht, ob die hier Würmer fressen. Die sehen eher so aus, als ob die keinen Bock auf Würmer haben. But normally they are in the water during the daytime, no? Yeah. I'm scared. Yes. So Leute, also wir haben eine kleine Mittagspause gemacht. Es war dann doch zu heiß und es hat nichts mehr gebissen. Und unsere Zeit rennt etwas. Klar, wir haben jetzt erst die Hälfte hinter uns, aber wir haben auch nur 3 Tage Angelzeit. Das heißt, wir haben heute jetzt noch 3 Stunden Zeit, 2 Stunden am Spot. Wenn es so läuft wie gestern, wird es wohl reichen. Wenn es so läuft wie heute Morgen, auch. Aber ihr kennt es, man wird auch immer nervöser und dann, wenn mal dann irgendwas nicht funktioniert, dann... Und wenn mir jetzt nicht sofort so eine 51-Kilo-Fische einsteigt, dann raste ich hier aus und flippe ich hier aus. Bricht durch. Also ich denke, 51 wird sehr schwer, 59,5 ist durchaus machbar. 50,5. Wir haben jetzt noch 2 Stunden, morgen nochmal einen ganzen Tag, sprich 2 halbe, immer vormittags und abends. Aber egal was kommt, wir sind jetzt schon glücklich, aber ihr wisst es. Mal sehen, vielleicht kriegen wir nochmal Fisch, den die Welt noch nicht gesehen hat. Also diese Fische haben ja schon wenige gesehen auf der Welt. Aber wir brauchen einen Fisch, den die ganze Welt noch nicht gesehen hat. Es reicht. Ja.
Gott sei Dank sind wir nicht größenwahnsinnig. Wenn ich innerhalb von 3 Würfen so ein Ding einsteige, dann verklage ich die Firma. Ja. Verklage ich Gott. Und wir gehen out auf Gummifisch, Paddletail. Das heißt, ich werde jetzt alles hier, was ich besitze, zusammenpflastern und zusammenflacken hier, wie ihr seht. Wir werden Feuerzeug heiß machen und zusammenschweißen. Sag mal, David, wie wäre das für dich, wenn du jetzt nichts mehr fangen würdest? Alter, ich muss, also ganz ehrlich, ich würde abkotzen wie Sau. Trotzdem wären es die schönsten 3 Tage meines Lebens. Aber trotzdem würde ich auch mega abkotzen. Ich habe schon so eine Angst vor, überhaupt vor den Bissen. Dass ich ihn verliere, ist ja eh klar. Aber die Bisse sind jagend, oder? Ja, bis gehabt. Irgendwelche Kettfische und irgendwelche elektronischen. Alter, es geht wieder so ab hier. Ja, das ist immer so auch das Risiko, ne? Wenn man dann so irgendwie so anhaut und auf einmal einen Stromschlag kriegt. Ja. Weil Mitleid ist in der Situation das, was man gar nicht braucht und will. Und das kriegst du auch nicht. Doch, will ich. Du kriegst Motivation. Auch Mitleid. Ja, also los, gib Gas. Ja? Köderfisch, Leute. Köderfisch. Köderfisch heißt immer Riesenfisch. Er hat losgelassen. Oh nee. Sicher? Ja. Aber warum hat er losgelassen? Was ist das für ein dämlicher Fisch? Ja, hat er auch gespürt. Ach nein. Da ist er, ne? Ja. Ja. Und? Ja. Fand gut an. Okay, Leute. Okay, here we go. Der fühlt sich gut an. Fühlt sich gut an. Sagen nichts. Sie sagen nichts. Jetzt gucken wir einfach mal, was passiert, okay? Leute, es ist nur deshalb so ruhig. Oh, 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 er zieht. Es ist nur deshalb so ruhig, weil wir jetzt keine Prognosen mehr abgeben. Wir wollen ihn einfach nur mal sehen. Und wenn wir ihn dann noch landen, umso besser. Hey David, es ist dein Fisch. Hol ihn dir. Werde die auch alle fliegen dafür vom Kopf. Bitte, ja. Oh, sorry. Alter, der Drücker piept aber. Und er kommt wieder nicht hoch, ne? Oder? Oh, jetzt kommt er. Jetzt kommt er hoch. Oh. Es ist. Nein. Aber ein schöner. Ja. Bitte. Schöni. Ja, da. Willst du noch? Oh ja, ich möchte auch ein Foto mit dem Welt. Och Mann, okay, aber Biss ist Biss. So Leute, ihr kennt sie bereits, die sudanesischen Freunde, die Einwanderer. Alter, richtig geil eigentlich. Er wurde am Schwanz erwischt vom Krokodil, sagt er. Ja, guck mal. Richtig alter Fisch. Is it big? Ja. Is big one. Die werden normalerweise nur 10 cm groß, ja? Nur, dass er Bescheid weiß. Genau, Leute, schönes Ding. Im Jurassic River werden selbst die kleinen Mini-Welse riesengroß. Richtig, alter Fisch, geiler Fisch, schönes Ding, liebe ich ja. Sehr lecker auch, sehr lecker. Schönes Ding, Alter, richtig ausgefranste Flossen, richtiger Brecher. Rich Baby. Ey, Welsangeln, Alter, kennst mich doch mal. Ja. Ja, okay, neuer Köderfisch, neues Glück. Okay, toter also, Köderfisch. Hau ihn raus. Okay. Very good. Yeah, give it some line. Yep. Gar kein Problem, Leute. Voll easy. Ja. Ja. Super easy. Mal einen guten Nachstecken, mal die Verbindung prüfen. Ja. Jetzt macht es einen Knack. So. Alles klar, kann er kommen, wa? Richtig. Es reicht. Die Platine ist nass. So, jetzt aber hier. Leute, wer kennt diesen Spruch noch? Die Platine ist nass. Woher kommt der? Wer das rausfindet, wer das rausfindet, kriegt einen Like-Boss-Shirt. Nicht jeder. Nee, einer. Einer, Leute, also meldet euch bei David, wenn ihr das rausgefunden habt. Aber schreibt es vorher in die Kommentare. Okay, wir sind eine Stunde früher als das letzte Mal, weil wir dachten, wir waren zu spät. Aber tatsächlich sind wir dann wahrscheinlich gestern genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen. Weil jetzt ist noch zu heiß, die sind noch in den Büschen drin, meint ihr? Ja, ja, nein, nein. David. Alter, er hat sowas von reingetockt. Ich hab angehauen, Bremse ist zu. Er hat sowas von reingetockt. Hast du ihn gehört? Gespürt? Volles Rohr. Volles Rohr, Alter. Volle Lotte, Junge. Ach, guck mal. Ah, ja. Das ist eine Scheiße, ey. Das da kann er nicht hängen. Das ist eine richtige Scheiße. Ich kann langsam. Ich hatte ihn umgefaltet. Oh. Ey, jetzt rast dich langsam aus hier. Sag mal. Ich würde dir sagen, mach dir einen 2-Inch Stut dran. Es war der Hammertock, Junge. Er hat so reingetockt, Alter. Ich kann nicht mehr.
Ey, es war der Hardcore-Biss wieder. Ja, und wir haben nicht gehangen. Das ist so traurig, Leute. Ey, Nummer 5 heute. Also das ist wirklich... Und der nächste ist wieder so ein kleiner dann. Ja, jetzt, hau noch mal an, hau noch mal an. Hängt er, hängt er? Ja. Jawohl, Alter. Okay. Okay, here we go. Kleinigkeit, wa? Hier war schon kenn ich. Da ist er, da hat er reingehauen. Genau, das war aber nicht der von eben. Aber ein schöner. Ich nehme trotzdem, wa? Ich nehme trotzdem. Oh Leute, so sehen sie aus, die Barsche. Hat der einen stolzen Kamm, Junge? Ja, richtig geil. Ja, richtig stolze Frisur hätte. Ganz ehrlich, also wenn man so einen Ziehbass in der Ostsee fangen würde, also mehr über, dann würde man auch ultra glücklich sein. Und guckt euch mal die Augen an, Leute. Rote Augen, knallrote Augen. Wie David nach... Na, sag mal, ich rauch doch nicht. Die kiffen nicht und die rauchen nicht. Sag mal. Aber vom Saufen kriegt man auch rote Augen. Ja, vom Saufen vielleicht. Aber Saufen kriegt auch nur in Maßen. So, alles klar. Tschüssi, wa? Ja. Tschüssi, Kowski. Jetzt geht's los. Wenigstens ein bisschen heiß, die Viecher. Ole, wir fahren und bis nach Barcelona. Ja, hab auch einen, aber auch einen kleinen, glaube ich. Ja, einen kleinen. Aber, Junge, wuhu. Na, jetzt kommen sie aber, sag mal. Jetzt kommen sie, sag ich dir, du. So, so. Guckt euch an, Leute. 1 Kilo. Ah, 1 Kilo. Ja. Okay, Leute, 1 Kilo. Besser als kein Kilo. Besser als kein Kilo. Und wie gesagt, zieht euch die Augen rein. Einfach nur hammermäßig. Die angelt ja auch keiner, wa? Verstehe ja nicht, warum hier keiner angelt. Ja. Das ist doch ein geiler Spot. Verstehst du das da? Nee. Und nächster. Okay, da scheint ein kleiner Schwarm zu stehen. Ja, aber das ist Faulband. Alter, aber das macht, ganz ehrlich, macht voll Spaß. Bleib schön hier, mein Guter, bleib schön hier. Gehst nicht da rein. Bremse ist voll zu. Das habe ich nämlich gelernt. Lieber Bremse zu als Bremse offen. Kriegt keinen Meter Schnur. 3 Kilo. Man steigert sich. Also noch 50 Fische, bin ich wieder beim 50er. Alter. Okay, jetzt, ja. Alter, das war eine Maschine. Ich schwöre, es war eine Maschine. Unhaltbar. Und ich habe natürlich auch die Bremse voll zugemacht. Ich spaß, Alter. Es war eine richtige Maschine. Also ich habe gerade eine richtige Maschine drauf gehabt und verloren. Ich habe die Bremse komplett zugemacht, weil ich so dicht am Dings geangelt habe. Hab angehauen, das Ding wollte ziehen, hat natürlich keine Chance gehabt. Das war eine richtige Maschine, ich schwöre es euch. Das war egal. Ich glaube, das glauben sie dir schon. Das ist ein Barsch, Alter. Und, das ist ein guter Barsch? Ich glaube, ja. Okay, Alter. Gott, der Fisch? Genau. Höfi ist abgelaufen, Leute. No. Leute, es ist deswegen, wie gesagt, so ruhig, weil die Spannung ist unerträglich. A, was wird es sein? B, wird er an Bord landen oder im Wasser? Ja, er springt wieder nicht, ne? Dreht er sich auch so ein bisschen, schüttelt sich, schlängelt sich so ein bisschen, wie so ein Oller. Ja? Oller Elektro. Oh, Barsch. Und guter, oder? Oh, nee, Alter. Aber big one. Alter. Ja, Wälse können wir wissen, hat er gesagt. Aber schönes Teil, Diggi. Schönes Teil. Also das ist nochmal eine richtige Hausnummer. Danke. Oh, Junge. Oh. Also den könnten sie auch im Jurassic Lake aussetzen. Nummer 3. Alter, was ist hier los? Ich kann nicht mehr. Und du eben wieder so ein Ding drauf gehabt. Alter, eine Maschine. Okay, das ist der Fisch. Hast du ihn gesehen? Nee, zeig mal. Wow. Schönes Ding, ne? Schöner Yoshi hier, du. Ja.
Alles klar? Richtig, ja, muss ich wirklich sagen, du. Kollege. Okay, gib ihm. Fisch für Fisch für Fisch. Na klar, Mann. Ich meine ganz ehrlich, man kann sich jetzt über die Fische ärgern, aber sie vertreiben halt auch wirklich gut die Langeweile, bis der Große mal einsteigt. Die bei mir gerade, leider. Und der Nächste. Und? Hängt da? Ich glaube, ja. Was ist es? Weiß es nicht. Leute. Ich danke dir doch nicht. Also der dritte Köderfisch bis jetzt. Also Köderfisch läuft jetzt. Hol ihn raus, hol ihn raus, hol ihn raus, hol ihn raus. Wann hat er gerade gegessen? I don't know. Ist das spannend, ist das spannend. Was ist es? Da kommt das Vorfach. Und? Was ist es? Was ist es? Teddy! Another Catfish. Wow. Okay, David. Oh, aber wir drillen haben wir. Schöne rosane Lippen hat er, wa? Mhm. Ja? Jawohl. Okay, okay, jetzt hast du ihn. Komm. Hol ihn raus, hol ihn raus. David! Na also. Das ist so crazy. Es gibt hier wirklich alles. Fische von 1 Kilo bis 100 Kilo. Warum? Muss ja auch für jeden was dabei sein. Können die sich um den kleinen Vieh kümmern und für die großen Fische kümmern. Es ist wirklich irre. Alles da. 1 Kilo, 10 Kilo, und stehen alle 100 zusammen. Kilo. Und, alle, und man weiß nie, was kommt. Das war der gleiche wie vorhin, sag mal. Stimmt, jetzt wo du sagst, der hat da auch so eine Flossen hier oben gehabt. Ja, aber klar. Geiles Teil, Leute. Schön, guckt ne? euch die an, diese Schwanzflosse. Dieser Alter, das ist einfach ein ultra geiler, sexy Fisch. Barschangeln 2.0. Ja. Okay. Mensch, hoffen, drehen, schmeißen, drehen, hoffen, schmeißen, drehen, hoffen, schmeißen. Ich finde, du hast herausragend angehauen. Danke. Ja. Oh. Im Baum. It's inside the tree, but let's maybe here. Yeah. I will untie. Okay, this is done. This is alright. Oh Gott, was ist denn das hier für ein Knoten? Ist der überhaupt noch dran, der Fisch? Ja, ist dran. Mach die auf, mach auf. Ja, auf, 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 auf. Pump ihn ganz langsam ran. Under the tree? I think, let's go above the. Der ist wieder so losgescheppert, ey. Kann ja nicht sein, dass der noch dran ist. Das dran. Tatsächlich. It's still on. Wrapped around the branch. No, no. Okay. Ja. There we go. There we go. Okay. Oh. Er ist nicht so groß, wie wir dachten. Aber ein schöner, Alter. Ein schöner. Alter, ist er größer als meine hier. Aber nicht viel. Naja. Okay. Alter. Sammer. War ein Spieler in 80er. We stay here. Okay, viel Drama und nichts, aber Riesenteil. Also für meine so ein, Verhältnisse. Für so einen leichten Spinnrut. Also ich habe einen 2-Inch Köder drauf, Leute. Ein 2-Inch Dude. Könnt ihr euch das vorstellen? Ist so groß! Und der Digi. Alter. Fast kaum rauf, weil er riesig, Alter. 40 Kilo, Alter. Schöner 90er. Alter, neuer PB, Digi. Wie er glänzt, wie ein großer Manometer. 90 ist. Sammer. Kein Meter, aber ist auch kein 80er. Moment, Matthias Sammer war ein Fußballspieler in den 80er und 90er Jahren. Guckt euch an, sieht man den Köder noch? Man kann ihn ahnen. Man sollte mal releasen, aufpassen wegen der Krokodile. Da kam noch die Maschine hinten raus. Ja, direkt am Ufer. Also keine richtige Maschine, aber so ein 12er. Ja, Bruder? Jawohl! Okay! Here we go! David, du schaffst es, du schaffst es. Hier, jetzt müssen wir keine Panik haben. Hallo!
Okay, Leute, David hat einen drauf. Jetzt, das ist ein schöner. Jetzt mach's schön, ne? Du mal jetzt holst du raus, oder? Wow! Jawoll, David! Den nehme ich. Den nimmst du? Der reicht mir, ja, der reicht mir. Alter, geiles Teil, Alter. Den nehme ich. Kein Star. Gar kein Problem. Kein Stil. Den nehme ich. Gar kein Thema. Wunderbärchen. Super. Yes, Diggi. Yes, jawoll. Yes, man. There we go. Da ist er, David. Alter. Yes, Diggi. Geiles Teil. So sieht's aus, Alter. Geiles. Teil! Er fließt! Ja! Oh mein Gott, du bist... Ja! So nett! Leute! Ende Alter! Jetzt, man, da end. Ist er! Riesenfisch, David! Richtig geiles Schiene, Teil! Alter. Yes! Okidoki, Smoky Maloki! Dann sind wir fort. Got three? Hör mal hin. Oh, David. Das ist sehr gut. Du schreibst deine Gefühle. Der letzte. Kann ich nicht. Okay. Warte, next. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Weitermachen. Nee, aufhören. So Leute, da unten ist der Pool. Der Nil wollte ich sagen. Hier ist der Pool mit dem David. Ein kleines Hippo Nil. Richtig schön hier alles. Da vorne ist auch die einzige Station mit Internet. Wir haben heute mal einen Tag frei. Und den haben wir uns mal ein bisschen gegönnt. Weil ihr glaubt es oder nicht, wir haben jetzt 3 Tage Hardcore von 5 bis 23 Uhr durchgerackert, geschmissen, geworfen, rausgefahren. Schwerste Arbeit, Leute. Spaß. Wir wollten noch mal, was wollten wir eigentlich sagen? David. Kommt nicht hierher. Ja, kommt bitte wirklich nicht hierher, weil es ist einfach zu krass. Es ist einfach der krasseste Ort der Welt. Wir haben gerade den Lodge-Betreiber noch mal kennengelernt. Den haben wir ein bisschen gezeigt, wie man mit Gummifisch angelt. Im Pool. Wirklich jetzt. Der ist total heiß jetzt. Weil morgen ist ein Wettkampf und der will gewinnen. Und überall, wo wir hinkommen, alle Leute immer so, wow, wie macht ihr das mit den Gummifischen? Dann sage ich immer, naja, das können bei uns eigentlich fast alle, das ist normal. Wir bedanken uns einfach nur, dass es diesen Ort hier gibt, dass wir hier sein durften. Dass wir einfach die krassesten Fische gefangen haben. Im Süßwasser, riesige Urzeitschweine. Und danke euch fürs Zuschauen natürlich. Ja. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Ich gehe. Hallo. Ich finde, du bist ganz schön dekadent immer. Ich kenne auch andere Zeiten. Ich wollte gerade sagen, du hättest jetzt sagen müssen, nein, der Pool ist kalt. Ja, es ist arschkalt, Mann. Ich bin super. Machen nur Spaß, Leute. Also, bis bald. Tschüss.